Ja, diesmal aus einer anderen Perspektive. Ich habe versucht, das so ein bisschen zu arrangieren. Ich nehme mir ein Tablet auf und habe das Tablet auf meinen großen Bildschirm draufgestellt und sehe mich jetzt, wenn ich ein bisschen unter die Kamera gucke, dann mein Bild sozusagen. Ja, viele haben sich gewünscht, also einige in den letzten Monaten, dass ich mal halt wieder ein Video mache, wo ich auch ein bisschen rede. Ich habe ja in den letzten Monaten ein paar Videos gemacht und da ging es ums Auswandern, dann ging es um 10.000 Euro in wenigen Monaten, ich glaube in 6 Monaten, und wie es halt so gelaufen ist momentan. Wie es mit Ungarn war und dem Auswandern, das hatte ich ja in einem Folgevideo schon beschrieben. Und das nächste Ziel, das hatte ich auch beschrieben, wird Portugal sein erstmal. Aber wir haben jetzt hier in Berlin einen Job gefunden, also der ist uns zugeflogen halt. Für ein Unternehmen, wo es um eine Meditations-App geht. Meditations-App. Die App heißt Cosmic Energy und ja, also kosmische Energie ist ja äquivalent mit Lichtnahrung und das passt zu uns sehr gut, gefällt uns gut und da arbeiten wir momentan dran. Die App, die ist schon draußen, kann man sich besorgen, kaufen, wie auch immer. Ich verlinke das jetzt aber nicht, soll ja jetzt kein Werbevideo sein oder sowas. Und ja, wenn das einschlägt, dann wird es ziemlich krass werden. Und ja, das sichert uns auch gerade so ein bisschen finanziell ab. Also es ist jetzt nicht sehr viel, was wir machen müssen, aber wir machen, weil uns das Spaß macht, trotzdem relativ viel dafür und ja, kriegen. Also wir arbeiten halt so viel, dass es halt reicht insgesamt und ein paar kleinere Sachen. So Online-Symposien, da hatten wir mal was für gemacht, einige Monate. So dass das momentan ganz gut reicht und uns auch in Berlin hält, obwohl wir den Job halt von zu Hause aus machen und auch immer dann, wenn wir Bock drauf haben. Also es ist schon so ein digitaler Nomadenjob, aber ja. Gut. Und nächstes Jahr, ja, dann schauen wir einfach mal weiter, gucken in Portugal, aber erstmal bleiben wir dann halt hier, haben jetzt erstmal andere Sachen, worauf wir fokussieren. Und das, eigentlich gibt es dazu jetzt gar nicht mehr Updates. Ja, die meisten werden sich, denke ich mal, ernährungstechnisch dafür interessieren, wie es bei mir momentan aussieht. Und dazu kann ich sagen, dass es, ja, wenn es dafür einen Begriff gibt, dann am ehesten dieses intuitive Gedöns. Also ich halte mich nur noch an meine eigenen Regeln und mir geht es damit am besten und ich kann das gar nicht alles in Worte fassen, was da halt jeden Tag bezüglich Ernährung abgeht. Das ist schon ziemlich viel, was in mein persönliches, individuelles Bewusstsein einströmt damit. Das ist einfach vegan. Aus ethischen Gründen, ökologischen Gründen, aber sonst habe ich da momentan keine Regeln, obwohl ich jetzt auch ein bisschen Ayurveda ausprobiert habe und damit extrem gute Erfahrungen gemacht habe. Aber Ayurveda ist dafür da, um dann, beziehungsweise danach, sich selber mehr zu vertrauen. Also, es ist ein Ernährungskonzept, was kein Konzept per se ist. Es gibt einem einfach nur die Möglichkeit, dadurch zu erspüren, was für einen selber gerade gut ist. Ich bin halt sowieso ein Verfechter davon, dass man seine eigenen Scheißgesetze macht, zumindest mit der Zeit und man nicht jetzt abhängig ist von irgendwelchen Äußerlichkeiten, so dieses exoterische Denken. Ich bin halt jemand, der es denkt, dass es von innen heraus funktioniert und die Erfahrung auch gemacht hat. Und ja, für mich ist das halt ein Schritt über die Lichtnahrung hinaus, halt wieder Dinge zu essen, worauf man Bock hat, ohne dass die einen halt irgendwie schaden und oder wenn die einem irgendwie schaden, dass man das irgendwie auch kurz akzeptiert und sich dann dadurch dann auch weiterentwickelt und einen in Zukunft dann doch nicht mehr schaden. Also für mich ist das zumindest ein stetiger Lernprozess und den möchte ich nicht abbrechen, indem ich auf irgendeiner Stufe stehen bleibe. Ja, irgendwas wollte ich dazu jetzt noch sagen. Also ich vertraue halt diesen ganzen äußeren Konzepten nicht mehr. Das habe ich eigentlich auch noch nie gemacht. Aber dazu mache ich mal andere Videos. Das sind eher meine extreme Einfühlsamkeit, wo ich mir denke, es kann nicht sein, dass die Leute so krass darauf festgefahren sind
Und dann denke ich mir, dann muss da doch irgendwas dran sein oder ich will mich halt da hineinfühlen. Dann fühle ich mich so krass da hinein, dass ich mich von mir selbst abspalte, sozusagen mich selber verliere und mich dann in die Geschichten und das Karma der anderen Leute verliere und dann halt selbst dazu werde. Dadurch aber auch teilweise, wenn ich es auf eine gewisse Art und Weise mache, dieses Karma der anderen dadurch abarbeiten kann, teilweise helfen kann. Aber das möchte ich momentan nicht mehr machen. Da habe ich halt vor einigen Monaten oder vor einem Jahr eine Bremse gemacht, einen Stopp gemacht und vertraue jetzt halt nur noch mir selber und mir geht es dabei so gut wie, was weiß ich nicht. Also das kann man sich gar nicht in Worte fassen. Was das für ein krasser Unterschied ist und was das für eine Hölle davor die ganze Zeit war, immer das zu machen, was ja irgendjemand gesagt hat, egal welche Stufe das ist, ob das jetzt vegan ist, ob das High Carb ist, ob das Rohkost ist, ob das Lichtnahrung ist, frutarisch und so weiter. Ich finde diese ganzen Stufen geil, aber ich mache es zwar so, wie ich gerade Bock habe und ja, wenn ich zum Beispiel irgendwie Bodybuilding betreibe oder Kraftsport und Bock habe, einfach viel zu essen, einfach weil ich es cool finde, weil es irgendwie so dazu passt und zum Beispiel mehr Protein essen dazu passt, dann mache ich das, aber ich esse eigentlich ziemlich selten Proteine, also das war jetzt halt nur ein Beispiel, um aufzuzeigen, dass man so essen sollte nach einem Konzept, was man sich selbst irgendwie erstellt hat und cool findet irgendwie. Aber das muss halt nicht sein und ich glaube nicht, dass man an irgendwelche Grenzen oder Gesetze gebunden ist. Aber wenn man sich fühlt, dass das so ist, dann ist es natürlich auch so und dann ist das auch nicht falsch, sich an irgendwelche Gesetze und Grenzen zu halten. Das mache ich halt teilweise auch, weil teilweise mein Bewusstsein halt switcht in verschiedene Bereiche, Dimensionen und so weiter. Genau, um das nicht zu kompliziert werden zu lassen, mache ich mit dem Thema jetzt auch einen Abschluss. Ansonsten, irgendjemand war da noch genau. Ansonsten konzentriere ich mich halt einfach aufs Geistige und worauf ich halt gerade Lust habe. Da gibt es sehr viele Dinge, aber in erster Linie war es jetzt auch so mit dem finanziellen Aspekt klarzukommen und sich dieses Finanzielle zu erlauben. Also ich war mein ganzes Leben lang, sage ich mal, arm. Und ich habe auch nie irgendwelche scheiß Jobs gemacht, weil es für mich alles komplett Sklaverei war und ich kein fucking Sklave bin. Und jetzt ist halt zum ersten Mal ein Job gekommen, wo ich Bock habe, das zu machen, wo wir beide Bock haben, das zu machen. Und wir schreiben halt auch noch an dem Hundebuch, vegane Hundeernährung, wo es auch Grafiker und Illustratoren jetzt für gibt, die dafür arbeiten und wir ein Crowdfunding-Projekt machen. Das werde ich dann noch, wenn es gestartet hat, hier ankündigen. Website verlinke ich mal, also die Facebook-Gruppe zur veganen Hundeernährung von uns, also die Gruppe von uns, die mit dem Buch verknüpft ist. Das wird auch ein geiles Ding, könnte richtig einschlagen. Ansonsten ja, trainiere ich momentan ganz gerne Kraftsport. Ja. Immer so ein bisschen Update halt. Ich weiß jetzt nicht, worüber ich jetzt noch reden kann. Es gibt bestimmt etliche Themen, zum Beispiel Kundalini-Yoga, was Nicole derzeit aktiv betreibt, also schon lange Lehrerin ist, einmal die Woche kostenlos für Obdachlose und von starker Armut betroffene Menschen unterrichtet. Auch eine weiterführende in der Kundalini-Yoga-Tradition, weiterführende Heilerausbildung macht, Satnam Rasai, die ich extrem gut finde, weil die sehr intuitiv ist und nicht nach Regeln funktioniert, aber für Leute, die noch Regeln und Strukturen brauchen, trotzdem angeboten werden für solche Leute. Also wir machen das auch mit unseren Schnuffis und die atmen immer so ganz tief und schwer atmen die Hunde plötzlich. Und das haben wir zum Beispiel gemacht, als sich Clara mal an einem Beinchen verletzt hat und danach ging es ihr viel besser. Ja, so magische Sachen, alles ist Magie sowieso. Könnte ich auch mal ein Video drüber machen. Aber ich bin momentan noch nicht so weit, dass ich so viel Konzentration hätte, dass ich jetzt strukturiert sagen kann, ja, ich will ein Video zum Beispiel über Magie machen und schreibe mir Stichpunkte auf, dass ich mich so konzentriert hinsetze. Das mache ich momentan nicht. Ich bin die ganze Zeit eigentlich eher so auf Stress sozusagen.
Es liegt an Berlin teilweise, es liegt an vielen neuen Umbrüchen. Und ja, ich beschäftige mich momentan auch sehr viel mit Laptops, muss ich sagen. Weil ich ein neues Gerät suche, jetzt schon seit mehreren Monaten. Und ich bin dann bei Sachen Technik direkt so ein Nerd, wo ich auf mich von Tag zu Tag stundenlang nonstop, ohne auf mich selber zu achten, damit beschäftige und mich damit auch ein bisschen auslaube. Ja. Okay, ich belasse es einfach mal dabei bei diesem Video. Ich werde auf jeden Fall weiter Videos machen. Kann nur besser werden. Ciao.